lands of Zaran. The humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls, as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elf can manipulate his man, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Hallo, hey und willkommen bei Castellato. Ihr habt vielleicht schon gesehen, was wir heute mal ausprobieren. In einer komplett Uncut-Fassung, also 100% Uncut, selbst die bösen Kohle, sind heute mal als Kunst zu werten. Hautfarbe wählen. Wollen wir Schoko oder Weiß? Ich stehe auf Rot. Er sieht cool aus. Ja, wir machen uns mal unseren eigenen Charakter. Das soll schön aussehen. Schön. Oder was meint ihr? Wie wär's mit Grün? Nein. Ich stehe auf Rot. Rot ist cool. Das haben wir so zum... Grün. Ich würde schon fast dafür sagen, nehmen wir was Schlichtes. Einfach was Schlichtes, aber... Nehmen wir das. In Black. Wenigstens eine vernünftige Hose soll er tragen. Sieht doch nice aus. Accessoires? Nein, ohne Brille. Wir nehmen ihn so, weil er ist toll. Er sieht schön aus. Was findet ihr? Er sieht schön aus. Dann, viel Spaß beim Zusehen, Leute. Euer Kashi. Kashi. Auch heute bin ich ein bisschen aufgedreht. Es ist 10 Uhr morgens. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Ich bin nackt. Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Ja, ich dich auch. Ah. Der Neue in der Stadt, okay. Wegen? Das schaut mal gut aus. Ich bin ein paar Kinder, mit denen du spielen kannst. Spielen. Ja, sieht ein bisschen kahl aus. Hier haben wir unser wunderbares Inventar. Okay, schön. Ist nichts. Nichts. Wir haben einen Schrank. Na, die behalten wir. Aber ein bisschen Geld. Geld ist immer gut. Ja, Leute.
Ich muss mich auch gleichzeitig dafür entschuldigen, dass von mir so lange nichts kam. Also mich wirklich dafür entschuldigen. Ich hatte einen Festplattenschaden. Beziehungsweise... Meine Hauptfestplatte, wo meine ganzen Spiele und Aufnahmen immer draufkommen, sie war kaputt. Ausgetauscht. Jetzt ist es eine 1 Terabyte wunderschöne Festplatte. Ah, niedlich. Oha, ich kann einen abseilen. Leider nicht geschafft. Der Schiss ging ins Bodenlose. Ja, hier rennen wir. Gut. Spiel mit Controller, wie man jetzt schon gemerkt hat. Ich finde die Steuerung mit Controller ziemlich angenehm. Oh, hi, Mutti. Mutti, ich klau dir mal dein Geld raus. Nehmen wir. Go on outside, sweetie. Okay. Tschüss. Ja, ich bin heute echt aufgedreht. Oh, wir wollten schon immer eine Brücke. Wir wollten schon immer ein Mädchen sein. Come on, son, get out there. Make friends. Ja. Lieb dich auch. Ja, South Park. Der Stab der Wahrheit. Was ist das? Tasche. Da ist eine Tasche. Wir kommen da nicht ran. Gute Sheet. Garage, gucken wir mal. Leiter. Ah, wunderbar. Ruhe, wunderbar. Nehmen wir beides. Ah, hier haben wir die wunderbare Questübersicht. Aber. Schönes Ding. Denn ich hasse Schneemänner. Ja, das ist eine Figur. Oh, wen sehen wir da? Erstmal auf die Fresse. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Yay, Butters. Du bist schwul. Ich bin heute gleich ein bisschen wirklich aufgedreht. Ein bisschen. Ich freue mich, neue Festplatte. You should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Ja, halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Also wie gesagt, ich bin glücklich. Halt die Schnauze. Ich bin glücklich, weil neue Festplatte, neue Leistung. Alles läuft viel besser, angenehmer. Muss mich an die Störung gewöhnen. Was hast du, ich liebe dich auch. So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Ich hasse es ohne Grund, bei Dialogen dazwischen zu reden. Das müsst ihr über das langsam von mir kennen. Allmählich. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Nehmen wir. Kann man verkaufen. Hoffe ich doch. Ich hab's nur so halbwegs angezockt. Aha. Ich hab's nur so halbwegs angezockt, aber ich freue mich. Neue Leistung, funktioniert alles viel besser. Ah, wunderbar. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Außerdem habe ich jetzt eine kleine Heizung unter den Tisch. Der Prozessor ist schön am Rödeln. Our shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson. Kleine Socke. Nein, kleine Heizung, wir haben die Socke. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Aha, schlechter Witz. Sprich mit Cartman, ja, wollen wir mit Cartman reden? You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest.
But first, please tell us thy name. Oh, wer soll uns seinen Namen verraten? Einen Namen. Ich bin... Kashi. Zwinkender Smiley. You entered Douchebag, is that correct? Nein. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief, or Jew. Arschloch. Wollte Kashi heißen. Grinsender Smiley. Du bist noch kleiner als drei. Okay, eine Klasse auswählen. Was wollen wir nehmen? Kämpfer? A mage is like a wizard, only not as cool. Magier? You look sneaky enough to be a thief. Dieb? Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. A white? A mage is like a wizard. A white fighter? Haven't seen a good one of those in a while. Ah, Kämpfer klingt interessant. Ja. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hooray! Now please, go into the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Im Ernst, eigentlich wollte ich das schon viel früher spielen, aber ich hab's nicht geschafft. Hat zu viel Vorbereitung gekostet. Ich habe noch kein Stück geschlafen. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Und hab zu viel Kaffee getrunken. Ah, Verbrauchsgüter, Waffen, Ausrüstung, Feinheiten, Waffenaufsätze. Okay, Waffen. But don't let it bother you that there's a game to be played. Der Waffenschaden erhöht sich um 2 vom Rüstungswert, okay. Level 1 Holzschwert. Ich glaube, wir können gerade nicht viel tun. Wollen wir mal anlegen? Wir legen an. Ich gerade denke... Perücke? Haben wir noch eine Perücke irgendwo? Ich habe doch irgendwo eine Perücke genommen. Ah, das Bärtchen ist toll. Bärtchen ist meins. Nein. Nein. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Hey, Clyde, ich tritt dir in den Arsch. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag. Okay. Put Clyde's face in. Don't be shy. Okay. A blocken. Das ist einfach. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Ah, X. I dodged that. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Ich denke mir gerade, hätte ich doch bloß früher in der Kindheit mehr Englisch gelernt. Dann bräuchte ich die Untertitel nicht manchmal lesen. This is unblockable. Yes, that's what I'm talking about. Ja, perfekt. Okay. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Ich musste fast mitlachen. Ja, wir kommen langsam so mal rein. Wählen. Ach, hier, ah. Come on, fight. Bekommen den Ball zu werfen und zu schwingen. Okay. Oh, oh Mann. Das habe ich jetzt verpasst. Verdammt. Okay, das ging schon so. Das ging. What? I was going easy. Take this. Die. Ah, zu spät. Und in solchen Momenten juckt immer
Der Ziegenbart. Finish him. Ja, Leute, ihr seht, wir kommen rein. Willkommen rein. Dude, that was awesome. You were all like, beam, clap, was all like, nah, nah. Okay, okay. You prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the world and I shall let you see the relic. Oh, 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 oh. Dann tun wir das so gleich. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Verneigt euch. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Ich guck schon weg. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first time. What? $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Was, $10? Ein bisschen teuer, ne? Alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Da ist die Sexpuppe. Die kennen wir noch alle, oder? Schöner Stab. Ey, im Ernst, da ist eine Sexpuppe. Mit Ständer. Ich sag dazu nichts mehr. Okay, geh mal raus. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye. Aye, aye. We're not playing pirates, Clyde. Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs. What are you looking at, pussy? Es gibt so viel Dialog und ich hasse es, zwischen Dialogen zu sprechen. So viel Dialog. Aber ich muss was sagen. Ja, da treten wir euch jetzt in den Arsch. You're wounded, douchebag. Potions will heal you. Here. Aha, ich hab Heilung. Ich hab vorhin schon eingesammelt. The rules say you can have one potion every turn. I asked for 5, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Ah, zu spät. Ah, perfekt. Well, if this job doesn't work out, at least you've got a future as a training dummy. Come on, get it right. Ach, schon wieder. Ah. Oh, nein. Not get nailed by. Maybe I wasn't clear. Try again. Ich will mich nicht mit Üben aufhalten. Okay, if you block all the attack, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground. Weak and helpless. Kick the shit out of him. Awesome, you kicked his helpless ass. Okay, das war schon mal gut. In the name of the Wizard King. Den konnte ich jetzt irgendwie nicht blocken, okay. Regiert mein Controller zu langsam? Nein. Den habe ich vorher noch getestet. Finish him. Und gefinished. Great job, douchebag. Ja, Saftsack. Well, that's not nice. That wasn't very nice. Wollen wir Butter verteidigen? Oh, er hat mich Mutterficker genannt. Wuss! You got this, douchebag. Suck on this. Warum darf immer der Feind als erstes angreifen? Die Krise, und darf der immer als erstes angreifen? Ah! Wuss! Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wuss. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Ja, okay. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Let's go, will den als erstes machen. Oh, finish him. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Fuck you. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Okay, okay, okay. Was, er ist nicht tot? Aber jetzt! Great job, douchebag. Ja, Saftsack hat's geschafft. Toller Name, Saftsack. Kick their asses, new kid! I got you back!
Ja, Saftsack kommt schon. Und hier miaut eine Katze. Das ist meine Katze. Lass deinen Namen Kitty in Ruhe. Let's do this, douchebag. Wow. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Das war gerade ein Bass auf meinen Kopfhörern. Wumm. Ach, ich bin halt jetzt so aufgedreht. Oh ja, Saftsack schafft es. That's Bush League. Just use your normal attack so you can hit him again. Mal ein Angriff, okay. Bin ein bisschen verwirrt gerade. That's what you get for not listening. That guy's totally ready for you. Hit the shield guy. It's a shield guy, okay. Dude, you don't power attack a shield. That's Bush League. Just use your normal attack so you can hit him again. Er hat so schnell geredet. Normaler Angriff, okay. Ach so, ah! The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Senkt den Schaden durch Treffer, benutze eine Rüstung. Macht Treffer, aha, okay. Ah. Hätte mal zwei abziehen sollen. Er rennt weg. Okay, wir haben ihn vertrieben. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Katja hat es geschafft. Kashi, der Saftsack. We still control the universe. It's gone. What? Was? Stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Idiot. Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, this new kid may be a douchebag, but he sure can't fight. Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Ja, fress es, Scott. We have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen. Ja, Leute, und ich hoffe, euch geht's gut, ne? But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him! Gut! Gut! Oh, eine Aufwertung ist verfügbar. Schön, aber... Okay. Okay, zu den Waffen. Bevor wir irgendwas machen... Ja, meine Fresse. Wollen wir jetzt irgendwas machen? Alter, ich komme ja gar nicht mehr aus dazu, die Moderation zu wenden und mich für die nächste Folge vorzubereiten. Ich komme ja gar nicht dazu. Alter. Leute, was soll ich dazu noch sagen? Außer, dass mir der Bart ziemlich gut steht und gut, ich habe auch so einen Bart und in echt, ne, und eigentlich schwarze Haare in echt, lange schwarze Haare, aber ich will auch mal rot haben. Ja, liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut, euch hat der Anfang so ein bisschen gefallen, weil, ne, wir wollten nur 20 Minuten machen, jetzt habe ich schon auf fast 25 überzogen. Ich sage schon mal danke fürs Zusehen, ciao und tschüss, euer Kashilator, ne, euer Kashi, ne, euer Kashilator. Und wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Bis dann!